Herzlich willkommen auf Gültige Stimme.at, meinem persönlichen Videotagebuch. Heute ist der 26.06.2013 und mein Name ist Roland Thüringer und ich stehe da in Linz. Wie man sieht, vor dem O, warte, so muss ich es halten, das ist nämlich seitenverkehrt, vom ORF, Landesstudio Oberösterreich, weil ich da jetzt bei einer Live-Sendung zu Gast bin. Jetzt ist 10.30 Uhr, um 10.55 Uhr sollte drin sein, jetzt geht es noch locker aus, das ist eine Quatsch. Ja, ich bin jetzt im Radio und das, obwohl ich ja kein Radio benutze, auch keinen Fernseher mehr habe, also ich habe schon einen Fernseher daheim, ich schaue noch nicht und auch keine Zeitungen lese. Trotzdem bin ich aber jetzt im Radio selbst heute live zu hören und sprich sogar über mein Projekt Gültige Stimme. Weil meine Tochter nach einem halben Jahr wäre es jetzt an der Zeit, dass man das auch erzählt, was ich mache, und zwar in einer breiteren Öffentlichkeit. Weil es halt doch noch so ist, das sind zumindest meine Erkenntnisse, dass das Internet doch relativ begrenzt ist von der Reichweite. Um jetzt eine Botschaft oder irgendeine Nachricht jemanden zu übermitteln, vielleicht jemanden, den man kennt oder einer gewissen Gruppe, mit der man sich identifiziert, mit Verbündeten sozusagen, mit den gültigen Stimmen im Land, da funktioniert es. Wenn man aber eine breitere Öffentlichkeit erreichen möchte, dann kommt man an den normalen Mainstream-Medien, glaube ich, noch nicht vorbei. Also, das ganz deutlich gemerkt, ich war ja gestern im Fernsehen, ja, also zu Gast bei Willkommen in Österreich, wobei das stimmt schon wieder nicht, was ich sage. Ich war zwar gestern im Fernsehen zu sehen, war aber gestern nicht zu Gast bei Willkommen in Österreich. Obwohl ich gestern bei Willkommen in Österreich im Fernsehen zu sehen war. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Jetzt war nämlich eine Aufzeichnung. Also ich war am Montag war ich eigentlich bei Willkommen in Österreich zu Gast. Am Dienstag hat man es aber, also gestern hat man es gesehen im Fernsehen. Und dadurch kam es auch heute schon zu einer kleinen Verwechslung. Ich war nämlich, gestern habe ich gespielt in Bad Wimsbach. Also ich war gestern nicht bei Willkommen in Österreich, ich war gestern in Bad Wimsbach. Das ist urlustig gewesen, da gibt es einen urlustigen Zug, das muss ich jetzt noch schnell dazwischen erzählen. Da gibt es von Lambach einen entzückenden Zug nach Bad Wimsbach, der fährt bis Forchdorf, glaube ich. Das ist fast wie ein, das, wie wenn man mit der Lilliputbahn fährt. Ne, das ist nicht so klar, aber so vom Feeling her, das ist so ein bisschen wie so eine Touristenattraktion. So ein ganz ein kleiner, das ist ja nur ein Waggon, das ist fast wie eine Straßenbahn, die mitten durch den Wald fährt. Also wenn Sie mal in der Gegend sind, sollten Sie mit dem Zug fahren, das ist echt super. Und heute bin ich eben in der Früh relativ zeitig weg von Bad Wimsbach und in Lambach dann umgestiegen in den Regionalzug nach Linz. Und stehe dort am Bahnsteig mit dem Christian, mit meinem Techniker, mit meinem Tourbetreuer, mit den Treuen. Und auf einmal kommt der Dame und sagt, ah, Sie waren gestern im Fernsehen, ja, haben Sie gesehen? Sag ich, ja, stimmt, haben Sie mich gesehen, wahrscheinlich, ja. Sie sind ja heute in Bad Wimsbach, ja. Sag ich, nein. Ah, Sie haben das aber gesagt im Fernsehen. Also offenbar habe ich bei der Sendung Willkommen in Österreich erzählt, dass ich morgen in Bad Wimsbach bin. Nachdem das aber das morgen ja eigentlich das übermorgen, also nicht das heute, nicht das heute ist, jetzt bin ich durcheinander getrieben, das am Montag aufgezeichnet wurde, habe ich gesagt, ich bin morgen in Bad Wimsbach. Die Dame hat das aber gestern oft nachgesehen und hat geglaubt, ich bin heute in Bad Wimsbach. Jetzt habe ich es, ist gar nicht so leicht, ja. Aber jetzt habe ich es auch verstanden. Und die wollte immer sagen, dass ich am falschen Bahnsteig stehe, weil der Zug, wo ich jetzt einsteigen will, der fährt ja nach Linz und nicht nach Bad Wimsbach. Ich muss eigentlich woanders sagen. Nachher, ich komme aus Bad Wimsbach, weil ich war ja eigentlich schon gestern dort und ich fahre jetzt heute nach Linz. Ja. Also nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht oder vor allem was Zeitangaben betrifft. Das ist oft unterschiedlich. Ich habe einmal in Club 2 war ich mal zu Gast und das war immer Sendung in der Nacht ausgehört worden ist. Und da tut man so, wie wenn es live war, ich jetzt am Nachmittag dort gesessen. Nicht? Da hat es in der Sendung auch gesagt, die haben es mit tun da so, wie wenn wir auf die Nacht sind, da war es erst am Nachmittag nicht. Hat der Moderator ein bisschen komisch geschaut, dass ich das verraten habe. Nicht? Ja, mir ist wurscht. Aber wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, was das Projekt betrifft. Nicht wegen mir, weil wegen mir ist es ja vollkommen wurscht, sondern dass ich mir denke, dass vielleicht manche Informationen, die da auf gültige Stimme.at zu sehen sind, für den einen oder anderen gar nicht unwichtig sind. Ja. Ja, und heute bin ich in Linz. Heute bin ich in Linz und morgen geht's, also wirklich morgen in dem Fall, ja, wenn Sie es heute anschauen, wenn ich es heute noch irgendwo aufladen kann, das weiß ich noch gar nicht. Ja, müsste eigentlich irgendwo, wer wo hoffentlich einen Stecker finden, wo ich den Computer ausstecken kann, das aufspielen kann. Und morgen bin ich dann in, wo
bin ich morgen? Irgendwo bei Kirchdorf. Ja. In der Nähe da in Oberösterreich. Und dann geht es wieder heim und dann ist eh bald Sommerpause. Ja. Dann ist vorbei mit unterwegs sein. Ja, zum unterwegs sein muss ich jetzt auch noch was sagen. Jetzt fängt es ins Regen an, gerade wenn ich da im Freien stecke, Scheiß. Ich hoffe nicht, dass mein Einjährig den Computer nicht geht, einmal unterm Baum. Ich weiß nicht, ob man da noch was sieht jetzt, aber ja, schauen wir mal. Ist ein bisschen unprofessionell, ich weiß, aber jetzt hat es ganz ins Regen angefangen. Vorher war der Wind, hat es mir ins Mikro reingeblasen. Ich hoffe, dass ich etwas hören und jetzt regnet es. Also, mit der Reduktion wollte ich was schnell sagen. In dem Moment, wenn ich unterwegs bin, weg von daheim, verlasse ich ja meine Komfortzonen automatisch. Das heißt, ich bin dann wirklich unterwegs. Ich bin dann 3 Tage in der Woche meistens nicht daheim. Ja. In dem Moment habe ich automatisch ein reduzierteres Leben. Ja, weil alle die Dinge, die ich mir daheim geschaffen habe, damit ich es recht bequem und komfortabel habe, nicht da sind. Ja. Früher war es ja so, wenn ich auf Tour war, bin ich mit dem Auto gefahren natürlich. Da habe ich viel Klumpert mitgehabt. Das Mountainbike mitgehabt, Laufschuhe mit, Laufgewand mit. Computer, gut, habe ich jetzt auch mit. Aber halt viel Klumpert mit. Ja, und oft war dieses Klumpert, was man mit hat, ja gar nicht genug. Man hat dann sich noch was kaufen müssen, wenn man was gesehen hat. Also das war eigentlich der Spurt, wenn ich auf Tournee war, war früher, dass man geschaut hat, wo ist das nächste Einkaufszentrum oder irgendwelche Geschäfte, wo man was kaufen kann, was man sonst nirgends auf der Welt kriegt, außer genau in diesem Einkaufszentrum. Also ich habe dann immer dazwischen relativ viel Geld unnötigerweise ausgegeben. Nein, ich glaube, ich brauche das. Ich bin jetzt nur darum gegangen, weil man Fahrt war, damit ich mich beschäftige, bin ich dann was einkaufen gegangen. Manchmal irgendein Blödsinn war in einem Elektronikfachmarkt, irgendwas, was man nicht braucht. Ja. Jetzt, wo man mit Zug unterwegs ist, kann man ja nicht mehr so viel mitnehmen, macht es auch keinen Sinn, dass man viel einkauft, weil ich ja praktisch nur einen Rucksack habe und der ist eh schon schwer genug, weil ich habe einen Computer mit und zahle ja doch relativ viel Klumpert mit. Ich habe das Mikrofon habe ich heute einstecken, zum Beispiel mein Kostüm habe ich dabei, aber mehr eine. In dem Moment reduziert sich ja schon einmal das Fassungsvermögen und daher kommt man nicht so leicht in Versuchung, dass man irgendwas einkauft, was man nicht braucht. Ja. Und wenn man diese 3 Tage, wo ich unterwegs bin, wo ich dann in einem Hotel schlafe, was meistens nicht wirklich hübsch ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es gibt sehr viele hässliche Hotels in Österreich und Gaststätten und Pensionen. So Depressionszimmer sind das meistens, wo man einige sich denkt, um Gottes Willen, habe ich ein Glück, dass schon Nacht ist, dass ich gleich schlafen kann. Also ich mache jetzt, schaut, das ist lustig. Darf ich auf Sie richten die Kamera? Darf ich das? Ja? Da hat jetzt nämlich gerade wer, schauen Sie, da ist jetzt wer gekommen, der von mir ein Foto gemacht. Wer sind Sie? Techniker. So ein Techniker vom ORF. Ja, ich bin nämlich zu Gast jetzt in einer Live-Sendung. Gibt's gleich. Gehört, ja. Also Sie wissen das eh. Ich nehme nur noch vorher meine gültige Stimme auf. Ich komme ja. Da nicht gleich rein. Ja, gut, danke. Ja, das war jetzt jemand, der beim ORF arbeitet, der mich nämlich gefilmt hat, wie ich da einrede. Jetzt habe ich gefragt, ob ich mal filmen darf. Aber die haben das eigentlich eh gehört, sie waren ja dabei. Mein Gott, heute bin ich wirklich komplett daneben. Also das Reduzieren ergibt sich automatisch, dass man nicht daheim ist. In dem Moment hat man nur das bei sich, was man halt einpacken kann. Und braucht eigentlich relativ wenig. Was ich immer dabei habe, ist irgendein Buch, dass ich was lesen kann. Und sonst beschäftige ich mich mit mir. Ich habe jetzt auch angefangen, Körpertraining regelmäßig zu machen. Früher bin ich immer gegangen in ein Fitnessstudio. Wenn ich unterwegs war, war mir immer ganz wichtig, dass irgendwo ein Fitnessstudio in der Nähe war, wo ich trainieren habe können. Ich habe immer gefragt, den Tourbetreuer, ist war ein Fitnessstudio, mach das ausfindig, da bin ich gegangen und habe trainiert. Ja. Also wieder Bedarf, man braucht ein Fitnessstudio, damit mein Körper fit hält. Mittlerweile habe ich so ein Trainingsprogramm, gemeinsam mit meinem Freund, mit Ronny Kockert, der hat mir das gezeigt, ja, dass man mit dem eigenen Körper eigentlich alles trainieren kann, was man will. Da braucht man keine Geräte, da braucht man kein bestimmtes Gewandel dazu, gar nichts. Das, man braucht eigentlich, nein, man kann es da jetzt auch machen. Also Liegestütze oder Kniebeugen, einbeinige oder. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Übungen, die man einfach so machen kann, ohne dass man einen Aufwand treiben muss. Das geht auch im kleinsten und im schiersten Hotelzimmer. Das ist vollkommen wurscht. Ja. Das heißt, wieder weniger Aufwand. Ich muss in kein Fitnessstudio, ich kann das jederzeit überall machen zum Beispiel. Und so arbeite ich halt mich Step by Step immer weiter und schaue, wie man Sachen vereinfachen kann. Also wenn wir das Leben nicht komplizierter machen, ich will es ja einfacher machen. Weil wir glauben, dass die Dinge, die wir uns anschaffen, angeblich das Leben irgendwie einfacher machen sollten, was sie aber nicht tun. Sie machen es komplizierter, weil ich muss mich darum kümmern, ich muss mich um diese Dinge kümmern, ich muss das kaufen, das ist schon Aufwand. Es nur zu kaufen, dann nicht zu verkonsumieren, was man erworben hat, ist auch ein Blödsinn, weil dann ist überhaupt vollkommen sinnlos. Daher muss man Zeit aufwenden, damit man es verkonsumiert, in welcher Form auch immer. Und das sind also die Dinge, die eigentlich mein Leben
ändern will. Und was gestern, falls Sie das Willkommen in Österreich gesehen haben, war nicht das auch wurscht, nur ist immer das Wort gefallen, Veränderung, ja, dass ich ein ganz anderer bin jetzt. Da hat man Film gespielt, wie ich früher war, wie ich meine Autos präsentieren in einer Sendung damals, gar nicht mehr gewusst, dass ich es gemacht habe, dass ich jetzt immer ein anderer bin. Nur ist es ein großer Unterschied zwischen ein anderer sein und sich verändern. Ja? Weil wenn ich ein anderer bin, dann bin ich ein anderer. Ja? Wenn ich mich verändere, dann bleibe ich eigentlich ich, was ich bin, ich tue noch Sachen verändern. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ein Motorrad habe, was für die Straßen gebaut ist und ich will mit dir auf der Rennstrecke fahren, dann muss ich das Motorrad ein bisschen verändern. Dann muss ich vielleicht andere Reifen aufgeben, dann muss ich das Fahrwerk ein bisschen anders abstimmen, ja, muss vielleicht andere Bremsbeläge eingeben, kann man vielleicht irgendwann mal andere Federbanner hinten einkaufen, wenn man noch zwei Federbanner hat, wenn nicht nur ein Federbanner, kann andere Gabelfedern eingeben, kann leichtere Föhn eingeben, kann es anders übersetzen. Das heißt, ich kann dieses Motorrad verändern, es bleibt immer noch das Motorrad. Ne? Die beste Variante, wenn ich von einer Rennstrecke fahre, ist, dass ich mir ein Rennmotorrad kaufe. Weil da brauche ich nichts verändern. Nur dann ist es ein anderes Motorrad. Das ist dann immer anders. Das ist nicht verändert, das ist dann wirklich ein anderes Motorrad. Ja? Aber ich bin nicht ein anderer. Ich bin nur immer der, der ich eigentlich immer war. Ich tue mich nur immer so leicht so ein bisschen verändern. Ja? Meine Veränderung, die ich so jetzt in meinem Leben selbst herbeiführe, das ist auch ganz wichtig, dass mir da bei meinem Selbstversuch um Daseinsmächtigkeit geht, dass ich versuche jetzt ganz einfach mein Leben ein bisschen selber in den Griff zu kriegen, also Daseinsmächtigkeit zu haben über das, was ich tue. Ah, da kommen jetzt Besucher zum ORF. Hallo, grüß euch. Ja, nein, gehst du aber im Fernsehen, ja genau. Ja. Seid ihr ein Schulgas? Ja. Geht's halt in den ORF? Ja. Super, na super. Schaut euch gleich das Schulgas jetzt in den ORF. Super. Super, na super. Ich komme dann auch rein. Ja, gut. Okay. Na schau, das ist lustig. So viel Publikum heute. Nein, die kommen nicht wegen mir, die machen eine Besichtigung im ORF. Da ist richtig was los vor dem Fernsehen, muss man sagen. Ich habe mir gedacht, ich suche mir dann einen ruhigen Platz, tu ein bisschen aufnehmen und jetzt absolutes Chaos. Nein, es ist ja kein Chaos, es sind nur Kinder. Kinder sind kein Chaos. Chaos sind immer die Erwachsenen. In Wirklichkeit, die Kinder waren selber kein Chaos. Ja, also darum geht es eigentlich. Ja. Es geht darum, dass ich mich ein bisschen verändere. Vor allen Dingen, dass ich ein bisschen Freiheit gewinne. Ja. Wenn man die Frage stellen muss, was ist überhaupt Freiheit? Freiheit ist eigentlich Verantwortung, dass man Verantwortung übernimmt, nämlich Eigenverantwortung für das, was man tut. Ja. Daseinsmächtigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und stellen Sie dann einfach eine Frage. Sind Sie nur daseinsmächtig? Was wäre, wenn Sie alles das, was so rund um Sie da ist, um Sie überleben zu lassen, wenn sich nicht mehr da wäre? Hätten wir dann als Menschen noch die Möglichkeit, dass wir überhaupt überleben? Oder hätte man furchtbar zugrunde gehen, wenn es keiner mehr versorgt. Ja. Und umso weniger ich von einem anderen versorgt werden muss, umso besser fühle ich mich. Ja. So einfach ist das für mich. Momentan halt. Ja. Gut, auch wenn es Tagebucheintrag heißt, heißt es das nicht, dass jeden Tag ein Tagebucheintrag erfolgt. Haben Sie noch einen schönen Tag. Und ja, Sie hören mich wieder. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Vielleicht sogar im Fernsehen oder im Radio.